Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Es freut mich, dass ihr auch wieder in dieser Folge eingeschaltet habt. Ja, wir spielen als erstes heute mit meiner englischen Mannschaft. Ihr seht's, groß, ich habe im Grunde nichts verändert. Das wird auch in den nächsten Teilen nicht der Fall sein. Ja, in anderthalb Monaten ist es endlich soweit, dann kommt FIFA 18 raus. Und ja, wir spielen hier einfach noch die letzten Folgen Ultimate Team und dann geht's mit FIFA 18 weiter. Hier zu Beginn des Spiels habe ich gegen den Typen gleich mal einen Elfmeter bekommen. Fragt mich nicht, warum ich euch das nicht eingeblendet habe, was für eine Mannschaft er hatte. Aber ich kann euch sagen, der hatte ziemlich viele, extrem viele Informspieler. Blau, schwarz, braun, alles mögliche, wie zum Beispiel Schülle hier in Inform. Ich bekomme übrigens FIFA 18 am 26. September. Sprich, 3 Tage vor dem offiziellen Release, weil ich mir die Cristiano Ronaldo Edition geholt habe. Übrigens natürlich für PlayStation 4, falls jemand sagt, hey, wo spielt denn der Louis? Ich spiele auf PlayStation 4. Hier nach dem Rückstand dachte ich mir, okay, komme ich vielleicht mal zurück mit dem 1:1 Ausgleichstreffer. Leider verzieht Alexis Sanchez ziemlich deutlich. Eigentlich war mein Ziel vor dem Spiel eigentlich lang genug, das 0:0 zu halten, um halt ein bisschen Kombinationsspiel reinzubringen, um den Gegner zu kontrollieren, was ich am meisten mag. Ich mag es nicht, wenn ich ein frühzeitiges Gegentor bekomme. Hier hatte ich sogar das Pech, dass ich sogar noch ein zweites frühes Gegentor bekommen hatte durch seinen blöden André Hahn. Ich weiß nicht, was mit mir los war in der Aufnahmesession. Ihr habt es ja auch schon in der letzten Folge gesehen. Das war alles so eine Aufnahmesession, also sozusagen 4 Spiele, die ich hintereinander gespielt habe. Und da war ich halt unglaublich schlecht, wie man hier eigentlich schon wunderbar erkennen konnte. Weiß auch nicht, was mit mir da los war. Hier auch so ein schlampiger Ballverlust da von James Milner, der einfach nicht verständlich ist. Der einen Kleinen, der abseits aufhebt und dann liege ich hier nach nicht mal 20 Minuten 0:3 im Rückstand. Fand ich schon echt lächerlich, dass ich so früh so deutlich zurückgelegen habe. Aber FIFA ist halt ein Arsch. Meine Spieler standen auch in den Spielen echt schlecht. Ich weiß nicht, was mit meinen Spielern los war. Die standen nur dumm in der Gegend rum und haben sich nicht richtig bewegt, so wie ich das wollte. Hat mich halt auch sehr stark gestört in der Folge, als ich die hier aufgenommen habe, dass meine Spieler teilweise richtig doof waren. Hier mal eine Flanke von Eriksen, aber dann dieser Fehler von Anthony Martial. Costa hätte den locker reingeköpft mit seinen, ich weiß gar nicht, wie groß ist der, 1,89 ist der groß. Und dann nimmt die Martial da einfach die Chance weg. Fand ich schon krass. Und hier bekomme ich mal einen Elfmeter, einer der seltenen Situationen, die ich in Ultimate Team habe, mal einen Elfmeter für mich. Das Problem ist, ihr wisst, seit dem Elfmeterschießen, was ich euch mal gezeigt habe, dass ich einfach nur eine Katastrophe bin im Elfmeterschießen. Aber hier habe ich wenigstens mal das Glück des Tüchtigen gehabt und der Ball ging ins Tor. Habe ich ja schon öfters gesagt, dass mich das stört, dass man halt nicht irgendwie trainieren kann in irgendeinem Trainingsmodus und halt mal Elfmeter trainieren könnte. Nee, das geht in FIFA nicht. Sowas gibt es halt einfach nicht mehr seit einigen Jahren. Halt nur noch diese komische Trainingsarena, aber da kannst du halt im Grunde nichts trainieren. Da kannst du nur mit einem Spieler auf dem Torwart zulaufen und das war's. Aber du kannst halt nicht mehr richtige Standards trainieren oder so. Und das stört mich halt. Hier, das war auch schon wieder so eine Aktion von David Luiz, wo ich dachte, Alter, das kann nicht wahr sein, dass er den Ball fast selber reinigt. Dann hier eine Möglichkeit durch Costa. Der Ball wäre eigentlich reingegangen, aber Sokrates, sein Innenverteidiger in Form, der hat das natürlich mal wieder geblockt. Dann hier nochmal eine Möglichkeit. Ich fand aber eigentlich am Ende war der Gegner dran. Schiedsrichter entschied aber so, dass er, also dass ich am letzten am Ball war. Ja, hier auch wieder so ein komischer Fehler von James Milner. Der macht halt teilweise Pässe, die ich nicht verstehen kann. Und dann kurzer Haber aus circa 20, 22 Metern. Einfach mal ins lange Eck. Alles klar. So nach dem Motto, alles klar, ist okay FIFA, ist okay FIFA. Also es lief halt überhaupt nicht in der Aufnahmesession. Und hier nach 66 Minuten lag ich auch schon wieder 1:4 im Rückstand. War natürlich bei mir dann relativ viel Frust dabei. Ich habe zwar trotzdem noch ein bisschen was nach vorne gespielt, um halt vielleicht das unmöglich möglich zu machen, um vielleicht hier sogar noch ein 4:4 rauszukriegen. Habe ja bisher nur 5 Punkte und 12 Punkte brauche ich zum Klassenhalt. Dann hier meine Möglichkeit zu James Milner, aber der hat halt einfach einen katastrophalen Abschluss. Dann hier ein Pass zu Alexis Sanchez, der wird auch abgewehrt. Dann gewinne ich hier mal den Ball. Der Ball kommt zu Martial, Fabregas, Costa und Costa.
ja, auch so war es, ist mir in der Aufnahmesession halt einfach überhaupt nicht gelungen, dass ich mal so einen perfekten Schuss in den Winkel knalle. Hier seht ihr es mal wieder, der Ball mal wieder am Aluminium hängen geblieben, was halt mich extrem gestört hat bei dieser Aufnahmesession, dass ich halt so viel Pech hatte, dass der Gegner bei dem Gegner im Grunde alles funktioniert hat, bei mir überhaupt nichts, hier zum Beispiel auch bestens die Aktion mit ihm, dann hier mal Martial mit so einem richtig geilen Schuss, aber mal wieder Aluminium. Habe halt in letzter Zeit unglaublich viel Aluminium-Pech, das ist eigentlich auch meistens bei FIFA so. Also wenn das FIFA so langsam zum Ende hingeht, dann verliere ich eigentlich nur konstant. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich hier in Liga 2 bin und die Gegner dann halt auch nicht ganz so einfach sind. Das war mein nächster Gegner mit meiner Bundesliga-Mannschaft. Ihr kennt meine Bundesliga-Mannschaft. Und als ich die Mannschaft gesehen habe, dachte ich mir, na, das kann ja einfach nur lustig werden. Alles blau, lila und eine orangene Karte. Halt alles komplette Mega-Inform-Spieler im Papier. Mit 89, also das war halt einfach nur eine absolute Todesmannschaft, auf die ich getroffen bin. Und wieder war mein Motto, ach ja, kann man ja vielleicht mal ein bisschen auf Kombinationsspiel machen. Aber dann spielt er einfach einen langen Ball und sein Edison Cavani hat einfach ein 99er Tempo, dadurch, dass er halt so ein perverser Inform ist. Was hat er denn für, was war das für ein Inform? 93er Inform. Die haben halt unglaublich viel Pace, also viel Tempo. Und das hat man eigentlich mal wieder in der Szene gesehen. Naldo war eigentlich kein langsamer Verteidiger. Aber hier läuft einfach Cavani weg und schiebt den halt einfach vorbei rein. Dann hier Mbappé, mal wenigstens eine gute Parade von Ralf Fährmann, was für mich relativ wichtig war. Weil ich halt wusste, okay, vielleicht komme ich noch irgendwie rein in das Spiel. Auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt fast keine Möglichkeit mehr spielen konnte. Dadurch, dass wieder Lewandowski so ein komisches Spiel gemacht hat, dann aber hier Arturo Vidal und der Ausgleich. Natürlich für mich ganz wichtig, als ich seine Mannschaft gesehen habe, dachte ich, okay, wenn du nicht 0-5 verlierst, ist das ein Erfolg. Und dann mache ich hier sogar in der 36. Minute den Ausgleich. Lewandowski hat halt vorne nichts getan. Dann die zweite Halbzeit, da dachte ich mir, okay, vielleicht klappt es tatsächlich mit dem Punkt. Ich wollte ihn unbedingt haben. Und dann spielt er hier so ein Gefriemel. Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum meine Verteidiger da nicht rangegangen sind und sich den Ball erobert haben. Habe halt immer wieder auf reingehen gedrückt. Also so, dass er den Gegner irgendwie stört oder so. Weil du kannst ja im 16er nicht grätschen, weil die Spieler ja komplett immer auf den Gegner draufkloppen und nicht auf den Ball. Und ich habe es einfach nicht nachvollziehen können, warum Cavani einfach den Ball nicht verloren hat. Obwohl ich schon auch vorher versucht habe, den Ball mir wieder zurückzuerobern. Dann aber dieser krasse Schuss von Emil Forsberg. Er ist halt einfach der beste Spieler in meinem Kader. Das habe ich schon oft gesagt und das zeigt auch in dieser Situation so ein richtig geiler Schuss. Dann dachte ich mir, okay, jetzt versuchst du irgendwie das Ergebnis zu retten. Habe wieder halt versucht reinzublocken, aber dann macht er das hier. Hier, ich habe immer wieder versucht reinzukommen in den Zweikampf. Und meine Spieler haben sich teilweise dann so dumm verhalten, hier auch zum Beispiel der Ballannahme von Forsberg, die Ballannahme von Naldo, eine Katastrophe, die Kombination einfach nur zum Kotzen, die Ballannahmen, einfach nur widerwärtig, die Ballannahmen, wie die Spieler die Bälle einfach immer wieder angenommen haben. Dann stehen sich ja auch noch Sokrates und Naldo im Weg, Forsberg mit einer schlechten Ballannahme. Ja, und dann kommt halt eins zum anderen, ich komme halt wieder nicht in den Zweikampf. Und er friemelt halt irgendwie den Ball ins Tor. Das fand ich so lächerlich. Ich habe versucht, den Ball immer wieder hinten rauszukloppen. Aber der Ball ist immer wieder zurückgeblockt. Und beziehungsweise, wenn der Ball mal zu mir kam, haben sich meine Spieler so dämlich, unfassbar dämlich angestellt, den Ball anzunehmen. Das ist so eine Vertändelei teilweise in FIFA. Das ist einfach nur eine Katastrophe in FIFA, diese Ballannahme. Also einfach nur widerwärtig und schlecht einfach nur von FIFA. Dann hier mal ein Schuss von Thiago Costa, weil ich dachte, okay, vielleicht kommst du nochmal zum 3-3. Aber ja. Dann hier eine Möglichkeit, wo ich dachte, okay, der Ball muss jetzt aber ins Tor gehen. Und dann macht Costa das. Dann macht Costa halt einfach das. In der 90. Minute stehe ich blank vom Tor. Und was macht Costa daraus? Einfach nur zum Kopfschütteln. Was da mein Costa abgeliefert hat. Lewandowski halt einfach auch nur eine Katastrophe. Piszczek auch einfach nur schlecht, hat im Grunde jeden Zweikampf verloren. Das fand ich auch so lächerlich, dass Piszczek eine 7,0 bekommen hatte. Der hat aus meiner Sicht auch nur eine 1,0 verdient.
einfach nichts auf den Platz gerissen. Katastrophal. Und ja, jetzt haben wir 3 Niederlagen und Feuerwehr und es wird fast unmöglich, die Klasse zu halten. Ich bedanke mich trotzdem aber für eure Aufmerksamkeit bei dieser Folge von Ultimate Team. Schaltet auch wieder in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin und ciao, euer Flui.